Moin Freunde, was geht ab? Willkommen wieder zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Heute mal ein bisschen theoretischer, und zwar geht es heute um das Thema Sequenzeinstellung. Ich zeige euch eben quick and dirty, wie ich die Sequenzeinstellungen mache. Dann könntet ihr euch einfach abgucken und dann solltet ihr eigentlich easy peasy eine Sequenz eingestellt haben. So, dafür gehen wir jetzt einfach zum Premiere Pro. Let's go! Ich habe hier das letzte Projekt mit David noch offen. Das ist das Lotus-Projekt. Und ja, hoffentlich habt ihr das Video schon gesehen. Wenn nicht, checkt es ab. Link ist unten in der Beschreibung. Ist ganz geil geworden auf jeden Fall. Mit Motocrump, mit David. Ich zeige euch jetzt, wie man eine Sequenzeinstellung macht. Ich habe immer einen Ordner, der heißt Sequenzen. Das seht ihr hier. Hier so ein paar Behind-the-Scenes. Oder eine Behind-the-Scenes-Szene, wie ich da gerade aus dem Auto hänge. Hier meine Sortierung und so weiter. Wenn euch das interessiert, wie ich das hier alles mache, schreibt es in die Kommentare und ich mache ein Video dazu, wie ich mich quasi organisiere beim Post-Producen. Wenn ihr eine neue Sequenz machen wollt, die meisten machen es ja so, die ziehen ihre Videos aus dem Ordner hier rein und dann ziehen die Videos aus dem Projekt einfach hier unten in diese Sequenzleiste. Das ist aber nicht ganz richtig, weil wenn ihr nämlich Videos aufgenommen habt mit 100 Frames oder wie auch immer, dann sind die Sequenzeinstellungen eben dementsprechend angepasst und somit nicht ganz richtig. Wenn ihr einen cinematischen Look haben wollt, dann ist es immer optimal, dass ihr 24 Frames habt. So, wie machen wir das jetzt? Also, ich markiere meinen Ordner, damit es auch hier in den Ordner reinkommt, die Sequenz. Wir gehen hier unten auf das weiße Papierchen, da steht neues Objekt, klicken wir an und dann steht da Sequenz, klicken wir auch an. Let's go. So, ich habe jetzt meine Sequenzeinstellung hier schon. Ich benutze meistens nur drei verschiedene, beziehungsweise das sind die einzigen, die ich benutze. Eine 4K-Sequenzeinstellung, eine anamorphe Sequenzeinstellung, was das ist, erkläre ich euch gerne in einem anderen Video. Schreibt es, wie gesagt, unten in die Kommentare, wenn ihr es wissen wollt. Und die Standard 24 FPS Full HD-Sequenz. Die schauen wir uns jetzt genauer an, weil das ist das, was ich eigentlich fast immer verwende. Wir gehen jetzt hier zu dem Standard 24p, also FPS, und gucken uns an, was ich eingestellt habe. Also, der Bearbeitungsmodus ist natürlich benutzerdefiniert, weil wir hier benutzerdefinierte Einstellungen machen. Die Timebase ist 24 Frames pro Sekunde. Perfekt, lassen wir so, beziehungsweise habe ich ja irgendwann so eingestellt, das könnt ihr gerne auch so einstellen. Framegröße ist immer Full HD. Das wäre dann 1920x1080, das ist auch 16:9 und da kommt nämlich dieses Anamorph im Spiel. Anamorph bedeutet nichts anderes als, dass das nicht mehr 16:9 ist, sondern 21:9, glaube ich. Das bedeutet, das ist ein viel breiteres Format, das ist dieses Kinoformat. Da hat man quasi unten diese schwarzen Boxen. Halbbilder habe ich eingestellt, keine Halbbilder, also ganz normal Progressive Scan. Anzeigeformat quasi hier im Vorschaubild ist auch 24 Frames, dann seht ihr direkt, was ihr habt natürlich. Samplerate 48 Hertz, also 48.000 Hertz. Hier habe ich nichts Besonderes eingestellt eigentlich, das müsste bei euch auch so eingestellt sein. Und die Videovorschau hängt davon ab, was für eine Vorschau ihr haben möchtet, hängt auch von der Leistungsfähigkeit eures PCs ab und ob ihr Proxys verwendet. Von daher ist es schon fast egal, aber das sind so die Standardeinstellungen, die habe ich einfach so gelassen. Maximale Bittiefe, maximale Renderqualität müsst ihr nicht einstellen bei der Videovorschau, weil das macht keinen Sinn. Wenn ihr flüssig arbeiten wollt, müsst ihr nicht die maximalen Einstellungen hier reinballern, weil sonst klotzt der PC euch hier weg und dann könnt ihr nicht ordentlich editen, das nervt. Und das war's schon eigentlich. Also es ist super easy, ihr könnt hier noch euren Sequenznamen halt dann einstellen. Also sagen wir mal, machen wir den Test. Oh shit. Und dann drücken wir OK. Boom. Und so habt ihr eine neue Sequenz eingestellt mit 24 FPS und Full HD. Genau, wichtig für euch ist noch das Abspeichern, damit ihr diese Sequenz auch immer wieder benutzen könnt. Das zeige ich euch auch mal ganz schnell. Und zwar geht ihr wieder, also ich gehe kurz auf Sequenz und so weiter. So, wenn ihr bei den Einstellungen seid, etc. pp., dann steht hier ganz unten links Vorgabe speichern. Ich mache das mal einmal, dann könnt ihr das Ganze benennen. Drückt ihr OK und dann ist das nämlich, wenn ihr jetzt das nächste Mal eine Sequenz macht, hier vermerkt, bei Benutzer definiert, in diesem Ordner hier. So, ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.